Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und wir haben das Jahr 4 erreicht und zwar Harry Potter und der Feuerkelch und genau darum kümmern wir uns jetzt und setzen die Geschichte fort. Und da geht es los mit der Feuerkelch. Wir sind bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, für alle die, die es nicht wissen. Und ich wundere mich gerade ein bisschen, warum man irgendwie so gar nichts von der Quidditch-Weltmeisterschaft gesehen hat. Also, wir können die Feuer hier löschen. Und wahrscheinlich die Flaggen hier aufmachen. Okay. Alles klar. Wir können anscheinend auch noch mit den anderen spielen. Hier haben wir wieder so eine Schlange. Hier kriegen wir Punkte. Und wir sollen auch wieder neue sammeln. Ja, Quidditch-Weltmeisterschaft. Allerdings geht es hier gleich zur Sache. Denn die Quidditch-Weltmeisterschaft wurde für die Bösen ausgenutzt. Können wir hier was gegen die Dementoren machen oder können wir nicht? Kann die? Nee, die kann doch erst recht nichts machen. Okay. Spielen wir mal mit Ginny weiter. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier mit Ginny spielen. Ach, den hatten wir schon. Die Gryffindor-Flagge. Okay, hier ist weiter nichts. Dann lass mir das mal. Aber wie komme ich denn hier an den mal ran? Gar nicht? Kommt man da oben irgendwie? Kann man da hinjumpen? Nein, okay. Ja, eigentlich sollte es ein netter Ausflug werden für Harry und die anderen, aber nein. So. Entschuldigung, Hermine. Okay. So, das zweite Fass.
glaube, die Flaggen lasse ich mal, weil irgendwie bringen die hier gar nichts. Also, wir werden nicht gezählt und alles, was nicht gezählt wird, muss ich ja auch irgendwie nicht machen. Da kriegt man ja auf Anhieb ein bisschen schneller Punkte, wenn man hier alles zerstört. Wir zerstören! Ginny ist böse! Böse auf die... auf die... Todesser, die Anhänger von Lord Voldemort. Die das schöne Quidditch-Fest zerstört haben. Oh, wir haben die Dingstypen verjagt. Das geht? Okay. Hol den mal raus da. Ist das Ron? Ron, wir haben Ron befreit. Okay, ach so, wir sollen ihre ganzen Brüder befreien. Warum? Also, was heißt hier warum? Die sind natürlich alle hier in Gefahr. Alle Zauberer, die hier gerade sind, aber... ich weiß jetzt gerade nicht laut Buch, ob... in der Zeit, wo das passierte, man konzentriert sich aber dann immer meistens auf Harry. Ob in der Zeit, ich glaube ja, ich glaube tatsächlich, da haben die Brüder, die Geschwister sich gegenseitig besucht. In der Zeit, wo alles hier völlig confused ist. Also ich frage mich, wo Harry ist, aber den müssen wir anscheinend auch noch retten. Aber warum muss Ginny denn Harry retten? War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann ist das wohl so. Jetzt hole ich doch die Flaggen hoch. Na egal. Den haben wir geholt. Können wir das hier... wunderbar. So, wo sind denn jetzt hier die anderen? Hör auf. Mit dem Quatsch. Du Todesser-Typ. Wer auch immer sich hinter der Maske gerade verbirgt. Ja, hättest du wohl gerne, ne? Mich hier fertig machen wollen. Von wegen. Ich bin Ginny, ich kann das. Hier noch mehr Wasser löschen. Oh, hier können wir irgendwas machen. Was mit ihm? Hier, den verjagen wir mal. Nein! Bitte an die Griffin! Nein. Ah, hier können wir das reintun. Alles klar. Hermine, wir brauchen Kretze, sag ich schon. Krummbein, meine ich. Oh nein. Da wird jemand angegriffen, aber das ignorieren wir mal. Ja, hol das Ding. Das ist unglaublich. So, Ron. Hilf mal. Und dann kommt er da wieder. Was soll denn der Scheiß hier? Ich glaube, da müssen wir mal was machen hier. Das geht ja nicht. So, Wingardium Leviosa. Yay, geht doch. Ganz klasse, Ron. Ganz großes Kino. Rein damit. Hier brennt auch noch was. Finden wir da noch eine Tonne zum Löschen? Oder kann man das Brennen nicht ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ey, gehst du wohl weg? Hier, die nehmen wir auch noch mal mit. Ja. Ach, hier die Kirschen. Aufsammeln. Und rein damit. Ron, du hast es dir verdient. Oh, wir sind unsichtbar. Vielleicht zum Buch in der Zeit hin. Oder was kann man jetzt hier machen? Das soll es nicht sein. Irgendwas wird er doch unsichtbares machen können. Nochmal hier das Ding. 6 von 8. Irgendwas können wir hier bestimmt noch machen.
Noch ist er ja unsichtbar. Hier, den auch nochmal. Steht nur noch eine Tonne. Toll. Ganz toll, Ron, jetzt komm. Und die anderen auch. Als ob Ron das könnte. Okay, die alle retten. Obwohl, für seine Familie, glaube ich, da setzt er sich schon richtig ein. Da kann er schon Gas geben. Was können wir denn damit machen? Okay. Wir haben ihn angezaubert. Mehr haben wir doch nicht gemacht. Ich glaube, denen sollen wir auch noch helfen. Was wollt ihr? Ihr wollt die... Ja, was wollt ihr eigentlich? Können wir den Haufen hier kaputt machen? Da ist auch noch eine Tonne. Da will ich doch noch mal hin. Können wir da hin? Können wir hier so links rein? Ja, das ist die Frage, wenn man unsichtbar... Ich verstehe nicht, wozu der Trank ist. Genie, mach du mal. Geh da noch mal hin. Jetzt sieht uns das Buch hin nämlich nicht. Muss doch irgendwas bringen. Kann man da jetzt hin? Jumpen? Nee. Hm. Nee. Nö. Irgendwie nicht. Bleib mal unsichtbar und gehe hier um die Ecke. Vielleicht ist das ja da hinten rum der Weg. Nach links. Ja, mal auf hier. Vogel. Warum sieht der mich überhaupt? Ach, hier sind wir hergekommen. Okay. Ist ja schon groß hier. Ganz cool gemacht eigentlich. Nee, aber hier wollte ich gar nicht lang. Jetzt bin ich wieder hier. Hier muss doch noch einen anderen Weg geben. Die machen immer bläh, obwohl die Todesser eigentlich viel gefährlicher sind. Hier, ich will da vorne hin. Wie macht man denn das? Das hier kann ich doch nicht benutzen, oder? Ist nicht wieder so ein extra Zauberzeug? Merkwürdig. Wozu war der Trank gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir da vorne irgendwie hinkommen müssen. Und das schnappende Buch macht es irgendwie gerade nicht leichter für mich, das zu verstehen. Gehen wir mal hier lang. Dann drehen wir wahrscheinlich nur eine sinnlose Runde, oder? Kann man hier durch? Nee. Ah, da, hier wo die Fähnchen sind, da wollen wir eigentlich hin. Was können wir denn hier nochmal machen? Versteckt sich da einer? Geht ja wohl nicht. Also ich könnte ja schwören, dass man hier was machen muss, aber ich weiß nicht was. Kann er nicht einfach raufspringen? Ach so. Okay. Ah. Ah. Warum kann man das jetzt, weil das Blut weg ist? Ist ja auch merkwürdig. Hätte man doch auch längst vorher machen können. Aber okay. Man sollte das mit dem Buch hin. Komm, mach das Spinnennetz kaputt. Mach schon. Die gehen sonst immer kaputt. So. Wie sieht's aus mit unserer Zerstörungswut? Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Na, komm bitte durch hier. Ja.
Verstecken sich alle? Das können wir nochmal... Ah, jetzt haben wir alle. Nee, Harry fehlt noch. Harry! Harry, da ist Harry. Was war das denn jetzt für eine Aktion von Ginny? Hä? Okay. Wir wollen noch mehr Punkte sammeln und ich will wieder hier. Ich spiele mit Hermine. Hermine ist sowieso die coolste. Können wir hier die Feuer löschen? Hier durch. Ja. Irgendwo ist Harry. Aber, naja. Ich glaube, wir sollen ihm helfen. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Das Problem ist, wie komme ich hier... Ja, jetzt bin ich vor ins Feuer gelaufen. Ich hab fast gedacht, dass das nicht geht. Mann, Mann, Mann. Hm. Wo denn da hin? Sollen wir hier irgendwie fliegen? Sie ist irgendwie so voll gesprungen, Ginny. Kann die irgendwas? Oder so? Weil man soll hier irgendwie rüber... Sollen wir hier irgendwas bauen? Ach, wir dürfen was bauen, okay. Na gut, Ginny macht das. Ganz so doof ist Ginny dann doch nicht. Oh, ja, ist klar. Schnell einsammeln. Ich wollte einen besonders Schwung holen und das wird natürlich nichts. Wenigstens habe ich meine blauen, die ich mir hart erarbeitet habe, wieder eingesammelt. Naja, kommt mal ruhig. Wir retten ihn mal. Oh. Es gibt gar keinen Applaus hier dafür, dass ich dem geholfen habe. Selbstverständlich. Alles ist selbstverständlich geworden hier. Die Bubbles stehen auch überall, wie immer. Was haben wir hier noch? Pflanze. Ja, wir sollen ja Punkte sammeln, ne? Bin dabei. Nee, lass das mal in Ruhe. Oh. Oh, wir sollen die versteckten Zauberer hier finden in den Kisten oder what? Nee, jetzt läuft er hier hin. Warte mal, wo gehst du hin? Ja. Finde dich, Zauberer. Oh. Ginny, Kapuzenpullover. Toll. Ja, Mensch. Was ist hier mit ihm? Oh, Entschuldigung. So, dann bleibt er da wohl stehen. Dann nicht. Dann gehen wir mal. Ich glaube, der zeigt uns auch so ein bisschen an. Ui, ui. Das ist ja auch toll hier durch die Raketen. Ganz viele Punkte. Ich glaub, das kriegen wir hin dieses Mal. Obwohl es sind auch sehr, sehr viel Silberne, nicht die Goldene. Aber, jedes Silberstück bringt uns einen Schritt näher. So, nun, ach so, ich sehe Ginny. Ich brauche Hermine. Und da war Krummbein schon. Krummbein. Grabmal. Das waren ganz viele Goldene. So, dann kann Ron auch mal wieder sich nützlich machen. Kümmere dich mal ums Rad. Soll ich anscheinend irgendwie hin. So. Jetzt anzaubern, oder was? Nee. Hochfliegen lassen. Da rollt es dahin. Das Wägelchen.
ja. War das alles hier mit dem Kopf? Okay. Weiß immer nicht, wozu diese Schlange gut ist. Oh, den müssen wir auch nochmal befreien, hier den Zauberer. Wo rennt der jetzt wieder hin? Bleibt hier einfach stehen, oder? Entschuldigung. Ha. Ha. Ja, einfach mal gerettet und geärgert. Oh, hier vorne ist auch noch was. Nee, da können wir nichts machen. Ja, mach doch mal. Mensch, hast du vergessen, wie der Wingardium Leviosa Zauber geht oder was? So. Die Bubbles. Ja, aber Ginny. Schwesterchen. Muss ja nicht da im Weg rumstehen, ne? So, nochmal wieder ein bisschen Gras wachsen lassen über die Sache. So, und dann noch ein paar Fichtel. Und was ist mit dem auch? Und hier brauchen wir wieder Ginny. Hier ist noch ein Kochtopf. Hier kann man auch was machen. Achso, dafür brauchen wir den Stärketrank. Alles klar. Alles klar, das kriegen wir hin. Hier ist noch was. Ganz viele Punkte. Wie kommt man denn da ran? Kann ich nochmal so eine Runde drehen dahin? Ah. Ach, Bubbles. Ihr seht ganz trostlos aus, wie ihr hier wächst. Ja. So sieht's aus hier. Schnapp dir das Teil, Ron. Pack's schon mal an den Topf. Eines von dreien. Ist doch schon mal toll. Hier ist das zweite Teil. Rein damit. Ja, reinpacken in den Topf, ne? Ronald Weasley. So. Oder das jetzt da drinnen? Immer noch nicht reingetan. Nee, hat er wieder auf den Boden geworfen, ne? Ach so, das gehört hier ran. Das gehört da gar nicht rein. Ah, okay. Jetzt haben wir das nämlich hier gelöscht. Ah, nee, haben wir gar nicht. Jetzt aber gleich. Pass auf. Aha. Tippi. Das ist ja toll. Und dann kommt man nämlich hier auch ran. Und noch ein Zauberer gerettet hier. Kommt man nämlich auch in das Blümchen. Mhm. So sieht's aus. So funktioniert das hier nämlich auch. Und den letzten auch nochmal. Hinten müsste ich da auch nochmal hin. So, jetzt brodelt das. Jetzt können wir da auch ordentlich. Aber ich frage mich, wo der andere, der fünfte Zauber ist. Ich hoffe, da hinten in der Ecke. Aber um den kümmere ich mich dann nochmal im nächsten Part von Lego Harry Potter. Bis dann!